Herzlich willkommen bei der Rebelöse von mir für euch, meine Damen und Herren. Zur Weihnachtszeit nochmal ein kleines Weihnachtsgeschichten von Kollega und Farid Bang. Die Leute haben eine JBG 3 Christmas Edition rausgehauen. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur ein Stream ist oder auch käuflich erhältlich. Wir müssen mal sehen, was wir hier vor uns haben. Ich habe den Track schon angehört, einmal. Uiuiui, bin noch extrem müde. Also ich spiele das manchmal im Leben. Aber okay, lass uns mal die Festspiele beginnen. Sehr weihnachtlich. Was haben wir wieder? Immer schön. X-Version inklusive Bonus-Tracks. JBG. Jetzt ein Stream dabei. Ich muss mal gucken, was ich häufig erhalten kann. Also mir ranziehen kann. Was haben wir wieder? Nach 20 Sekunden fängt's an, der Song. Also fängt der Song an. Wie bei fast bei allen Songs. Heiligabend, der Boss sitzt vor dem knisternden Kamin. Die Oma strickt nen Pulli, die Kinder sind am Spielen. Die Mutter sagt, Junge, nun nimm doch mal die Sonnenbrille ab. Das ist hier keiner von deinem Business-Termin. Und nun hör mal auf zu qualmen vor den Kids. Denn ich paff grinsend die Havanna, während Gold in meiner Halbgottfresse blitzt. Ich schenke Rosen und nen Brief am Schlag versteckt. Ist ein Gutschein für 3 Speedboats, 20 Mio Cash und 24 Jets. Im Hin... Oh, ich mag solche Weihnachtsgeschichten. Stehst du es halt drauf? 20 Jets. Im Hintergrund hört man die Kids aufjubeln und sagen: Danke, Onkel, für die Gun und die Christbaumkugeln aus Platin. Klein Tommy fragt mich, warum hast du Schnee an der Nase? Bursche, das ist kein Schnee und auch bestimmt kein Mehl oder Sahne. Schau, kleiner Tommy, dein Onkel hatte früher weniger wie die Bürger Senegals oder Südamerikas. Doch eines Tages ging's wieder bergauf wie nach einer Schlittenfahrt. Heute sitzt er da, rich as fuck, dicker Ring am Fickfinger. Also hör. Die ganzen kleinen Wortspiele, herrlich. Da kann man sagen, was man will. Da kann man sagen, was du willst. Auch die ganzen, also die Reimketten mit den Südamerikanern. Also, oder. Ey, dieses scheiß Kurzzeitgedächtnis macht mich wahnsinnig. Schau, kleiner Tommy, dein Onkel hat oder. Danke, Onkel, für die Gun und die Christbaumkugeln aus Platin. Klein Tommy fragt mich, warum hast du Schnee an der Nase? Bursche, das ist kein Schnee und auch bestimmt kein Mehl oder Sahne. Schau, kleiner Tommy, dein Onkel hatte früher weniger. Ist dies weniger? Früher weniger wie die Bürger Senegals und Südamerika. Diese kleinen Wortspiele, herrlich. Und diese Reimketten, ein Zuckertraum. Fahrt. Heute sitzt er da, rich as fuck, dicker Ring am Fickfinger. Also hör nicht auf die Mama und die ganzen Kritiker und spritz dir mal diese Ampulle hier, dann wirst du richtig stark und später lernst du driften im Schnee mit dem Onkel, sei Maybach. Die Oma sagt, ich sag bosshafte Weiner. Während sie an Weihnachten zu ihren Glauben finden, rauch ich mit Ali eine Traube Minze. Dort drüben raucht die... Oh, herrlich, ey, ohne Witz. Ich finde das mega stark, der Track. Und drüben raucht Yusuf eine Doppelapfel. Und ins Café kommt schon der nächste Moslem Ahmed. Ich ruf Kollege an und frage, wo er denn bleibt. Ich feier heute Weihnachten, so bis 2:30. Er lässt mich sitzen wie Kinder Mock in der Bahn. Ich häng besoffen im Park, wie Mock jeden Tag. Ich warte im Gebüsch wie ein geisteskranker Typ auf einen Hurensohn in einem Weihnachtsmannkostüm. Bleibe an. Komm, dann muss ich sein hier wie gegen Mock. Oh, der muss so oft leiden, ey. Ohne Witz. Von ganz Deutschland verarscht. Scheiße, ey. Man hat ja schon fast Mitleid. Mein Kostüm, bleibe anonym, habe die Maske vom Panda auf. Da kommt schon der erste Bastard, verkleidet als Santa Claus. Ich erleichter dann mit einem Punch dem Weihnachtsmann um sein Gewand. Dann fahr ich zu Kollega mit getuntem Rennrad und steh auf der Matte wie ein Judo-Kämpfer. Es klingelt an der Tür, ich steh vom Hocker auf sie nach, frag mich seit wann... Steh ich auf der Matte wie ein Judo-Kämpfer, okay? Ah. Weihnachtsmann, sein Gewand.
Starkes Kino, ganz großes Kino. Hat der Weihnachtsmann so einen mockerbraunen Tarn, doch es liegt locker auf der Hand, wie man Schottland auf den Nahen. Der Flüchtlingswelle nehmen die uns wohl jeden Job da draußen ab. Na kommen sie rein, junger Mann, aber bleiben sie nicht zu lang und machen sie sich nicht an die anderen Weihnachtsgeschenke ran. Er geht an mir vorbei, der Typ hat einen relativ guten Latt. Ich denk mir nichts dabei und nehm auf dem Hermelin-Sofa Platz. Kerzenlicht lodert schwach, es laufen Mozart-Sinfonien. Die nehmen wohl jeden Job an. Oh, herrlich. Der war ohne schlecht. Oh, Mann. Alter Schwede. Die Oma hat schon ein Sitzen wie meine Großraumlimousine. Ich schau bei Winter nach Schnee mit den Kindern Scarface. Werbepause, mal sehen, was so bei Tinder abgeht. Kolle ist abgelenkt, wird halt paar Tinder-Likes. Währenddessen schleiche ich mich in sein Schlafzimmer ein. Hinter der Schale mit den Nussplätzchen ist von seiner Oma das Schmuckkästchen. Ey, ich greif mir den Ah, der Begriff Schmuckkästchen kann man auch anders bedeuten. Aber es wird wahrscheinlich nicht hier in dem Fall zutreffen. Aber ich finde es trotzdem lustig. Die ganze Geschichte, ey, das ist der pure Zucker, ey. Ohne Witz, der pure Zucker. Zu immer wieder anhören und geben. Ey, ich greif mir den Perlschmuck, greif mir den Erbschmuck. Weihnachten, das Fest der Liebe, ich bin leider sehr herzlos. Spring aus dem Fenster raus, keinem fällt was auf. Denn ich trag immer noch das Outfit vom Santa Claus. Ich gönn mir ein Stückchen Weihnachtsgans, tu nem großen Cuba Libre. Während Tommy voll den Einlauf kriegt wie Profifußballspiele. Oma schimpft, der benimmt sich grad wie Charlie zum Schien. Und ist voll auf Road Rage an Johannas Haaren am Ziehen. Ich sag Ruhe. Oh. Benutzt sich wie Charlie Sheen und es an der Haare zu ziehen. Ah, oh, herrlich. Ruhe, irgendwas kommt mir grad komisch vor. Ich frage mich, was ist das für ein Poltern in der oberen Etage? Ich lauf hoch, step ins Bad, seh nur noch wehende Gardinen. Springe aus dem Fenster und schrei, halt du elender Dieb. Ey, ich lauf so schnell ich kann, ich bin zwar muskelbepackt, doch werde langsamer durch all den schweren Schmuck in meinem Sack. Zack, da hab ich ihn stehen geblieben. Junger Mann, bei Weihnachten geht's um Geschenke und um Nächstenliebe. Das sagt der Ich weiß gar nicht, was ich dazu den Track sagen soll, ey. Ich finde die ganze Aufmachung mit diesen hin und her quasi so ein Storyteller, sagen wir so einen freien erfundenen Storyteller, finde ich mega nice. Einfach nur zum Anhören und Genießen, ey. Einfach nur anhören und genießen. Du hast mich doch im Stich gelassen. Der Einzige, der mir zur Seite stand, die Whiskyflasche. Bruder, laber keine Scheiße, rück den Schmuck wieder raus. Und dann feiern wir zusammen in der Club-Shisha-Lounge. Denn egal, ob du Jude, Christ oder Moslem bist, Heiligabend ist das Fest, das dir Hoffnung gibt. Ey, Kolle, du hast recht, es ist Weihnachten. Ich sag... Jetzt haben wir so einen kleinen Moralapostel am Schluss. Herrlich. Einfach nur Zucker. Zeig ihm den Daumen hoch wie beim Like-Button. Egal ob in der Shisha-Bar oder mit Familia. Wir feiern dieses Jahr bombastisch wie Menschen in Syria. Oh, wir feiern bombastisch so die Menschen in Syria. Ehrlich. Egal ob Politiker, Penner oder Teenie-Star. Alle feiern heute zusammen, außer der Habibilas. Frohe Weihnachten. So, mit den Wogen will ich mich nochmal anschließen. Frohe Weihnachten. Also nachträglich frohe Weihnachten. Ah, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die ganze Aufmachung, dieses Storyteller, verpackt mit guten Reihen, Punchlines und alles drum und dran. Mega stark. Ein Track zum immer wieder anhören und einfach sich freuen. Boah, herrlich. Ich wollte es unbedingt machen. Ich habe es zwar schon angehört und Weihnachten ist zwar schon vorbei, aber ich wollte es trotzdem machen. Nicht wegen der Aufrufe oder der Klicks, nein, weil es ein Weihnachtstrack ist. Eine JBG3 Weihnachtsgeschichte. Deswegen. Ich finde den Track so nice. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Track findet. Beziehungsweise die Geschichte.
Meinung, Kritik, Vorschläge unten in die Kommentare. Der Track unten in der Infobox. Der Kanal unten in der Infobox. Von beiden, von Kollega und von Farid Bang. Was gibt's noch? Social Media Plattform von mir unten in der Infobox. In dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas Sinnvolles. Und bis zum nächsten Mal bei dem nächsten Video von der Rapperlöse von mir für euch.